Ich bin ein bisschen schlauer geworden. Wenn wir hier drauf schießen mit Lila, kann ich hier hinlaufen. Komme jetzt hier nicht weiter. Aber kann auf den hier machen. Okay, dann kann ich hier hinlaufen. Dann müsste jetzt gleich hier irgendwo ein Kreis kommen, mit dem ich dann weiterkomme. Nehme ich an. So ist es. Mit diesem Kreis öffnet sich der zweite Weg. Und der ist dann dauerhaft offen. Und da oben das Ding, wahrscheinlich, wenn ich den Weg jetzt gleich wieder öffne, geht der Weg da oben auch feste. Genau, okay. Eigentlich easy, wenn man es verstanden hat und gemerkt hat, was man drücken muss. Easy peasy. Höhenangst bewältigt. Damit haben wir hier hinten, glaube ich, alles. Das Bar geht in diesem Haus weiter. Deswegen gehen wir jetzt hier hin. Ja, wenn man mit Lila mal drauf schießt, dann merkt man den Unterschied und dann sieht man hier auch zackeldatack. Go, go, go. So, das ist dieses hässliche Haus, was so abseits von allen steht. Frage ist natürlich nur, wo war's? Ich glaube, hier hoch. Tatsache. Aufmachen und her mit der Axt und keine Mätzchen von wegen Anwalt und so. Wir haben einen Augenzeugen. Unser Zeuge ist bereit, vor Gericht gegen dich auszusagen. Wirst du uns erzählen, wie dich die Waldnymphe an der Nase herumgeführt hat? Wie es aussieht, muss unser Verdächtiger jetzt für seinen kriminellen Lebenswandel büßen. Dieb oder nicht? Oder doch nicht? Ich meine, was genau sind unsere Pflichten? Wir sind nicht mal Hilfs-Sheriffs. Hilfe! Dafür sollten wir eine Auszeichnung bekommen. Oder zumindest in einer Folge von Cold Cases Prima Paletti auftreten. Das Kriegsbeil begraben. Die Axt! Ausgerechnet mitten in einer Finsterzeitpfütze. Damit habe ich nichts zu tun. Um dich kümmern wir uns später. Tristan gab alles mit seinem Gedicht. Ich bin kein Unglücksbote. Und dieses Mal schien auch alles gut zu gehen. Bis ein intradimensionaler Todessturm der Stärke 9,5 auf der Schreckensskala losbrach. Ich dachte, die wäre nur eine Legende. Scheinbar nicht. Die gestohlene Axt. Ach du Kacke, das ist wieder so ein Riesen-Map. Erreiche den Bereich. Puh. Okay. Livestream. Hey. Diesmal kann ich wahrscheinlich nicht so einfach drumherum. Auf dem einfachen Grund, ich kann die Sprungdinger nicht benutzen sonst. Ich muss erst ihn besiegen und dann funktioniert's. Okay. Was?
Nice. Nice. Unsicher, ob nicht vielleicht sogar besser gewesen wäre. Schleimi Weimi. Natürlich ein weitreichender Bereich, wo ich nicht so schnell nach vorne komme, okay? Ärgert mich. Bin natürlich schon wieder am Überlegen, Trick 17, wie komme ich möglichst schnell, vielleicht mit einem Doppelsprung oder sowas nach vorne? Da habe ich dann natürlich das Problem mit diesen Doppelsprüngen, habe ich noch nicht wirklich freigeschaltet. Razorai! Weg mit dir! Heilen. Der sitzt, damit kommen wir hoch, wenn wir wollen. Reicht's mit dem Schleim, Jo? Bayern 1-0 gegen Lazio? Warum habe ich eigentlich immer Bayern-Spiele in letzter Zeit, wenn ich Stuttgart-Fan bin? Ich weiß es selbst gerade nicht. Gestern bei der Aufnahme habe ich auch Bayern-Spiel gehabt drin, mittendrin. Müsste aber zum Abballern dahin kommen. Ja.
Natürlich kann er so weit hochspringen. Wie nervig. Da kommen die Nächsten, die mich verfolgen. Das ist wunderschön. Okay, der ist weg. Du hältst uns die Rücken. Und... Oh yeah. Bei dir einfach mal gucken, wie weit wir kommen. 2-0 bei ihnen, jetzt werden sie weiter. Innerhalb von ein paar Minuten, kurz vor der Halbzeit. Das ist ärgerlich. Reicht? Yes! Yes, 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 yes. Nee. Ärgerlich. Was einmal klappt, klappt vielleicht auch ein zweites Mal. Versuch ja mehr oder weniger nur vorwärts zu kommen, so wenig wie möglich zu kämpfen. Allerdings, die Kämpfe, die unausweichlich sind, sind halt schon elementar, würde ich sagen. Das war ja super knapp. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Bei ihm habe ich jetzt natürlich das Problem. Dass ich nichts habe, was ich jetzt ihm noch Unterstützung geben kann. Ganz da unten ist ein Auge versteckt. Ihr kleinen Schweinepriester. Okay.
unbesiegbar. Kann sie doch schon mal helfen, dass er dann auch nächste Runde hochkommt, oder? Ja. So ist es. So ist es und so wird es sein. Ich meine, wir sind hier super safe. Damit meine ich jetzt nicht, wir sind unbesiegbar oder so, aber ich glaube nicht, dass die uns gerade groß irgendwas können. Komm, ich hätte unten reingeschossen. Das ist auch so ärgerlich. Das ist so ärgerlich, Mann. Warum sind hier so viele Leute auf der Karte? Warum werden wir schon wieder verfolgt, habe ich das Gefühl. So, hier ist auf. Gut, die versuchen uns jetzt zu verfolgen, natürlich. Und irgendwo versuchen sie sich jetzt auch so ein bisschen einzubauen, würde ich fast sagen. Jetzt bin ich natürlich zu weit vorne gewesen. Okay. Das war doof. Nein, das war auch nicht gut. Rabbit Peach wird jetzt im Stich gelassen. Aber theoretisch könnte man eventuell nächste Runde durchkommen. Mit dem Item auf jeden Fall. Das Auge ist weg. Ja, auf jeden Fall durch. Da ist die Axt. Oh, meine Axt. Menno. Mein Fuß furzt. Hast du versucht, dich mit der Waldnymphe zu einigen? Sicher gibt... Es reicht! Es reicht! Tu nichts!
nichts Unüberlegtes. Sobald wir den Dieb ins Gefängnis gesteckt und vor Gericht ausgesagt haben, kommen wir zu dir. Was? Ach, was soll's. Holen wir uns ein paar Kürbiskuchen-Gewürz-Donuts und lassen Genie den Papierkram erledigen. Fall abgeschlossen. Das Kriegsball begraben abgeschlossen. Das ist eine Falltür. Aber da sind wir, glaube ich, hochgekommen. Irgendwann mal. Ach, diese Ladezeiten nerven mich. Warum sind die so lange? Etwas Großes löste sich aus dem Sturm über dem Planeten. Tristan konnte nicht ausweichen, da er auf Stelzen lief. Übrigens wusste ich, dass er nicht von Natur aus so groß ist. Aber ich dachte, er trägt Einlagen in den Schuhen. Ein Dampfschiff landete auf Tristan und quetschte ihn platt wie eine Flunder. Es geschah während des Abendessens. Die meisten Passagiere hatten sich noch nicht einmal am Käsewagen bedienen können. Tristan wurde von einem herabstürzenden Kreuzfahrtschiff zermalmt und dann vom Blitz getroffen. Anschließend wurde eine Regenwolke zu seinem Heiligenschein. Das hat ihn dauerhaft, Entschuldigung, Riesenspaß. Bassbremse. Also hier ging nur die Geschichte weiter. Okay. Ein Fertigkeitspunkt, das lohnt sich ja vorne und hinten nicht. Eine Röhre müsste man noch offen haben. Suche Waldemar im Wald. Das ist diese 24 Sparks Röhre. Achso, da macht vielleicht jetzt die Brücke ganz oder was. Okay. Und suchen wir mal Waldemar im Wald. Diese Quest ist ja auch lang genug gewesen, dass man sie jetzt endlich mal abschließen kann. Dann bin ich wieder mal in die falsche Richtung gelaufen. Ich suche nicht Waldemar, ich habe das Schiff gesucht. Okay. Doof gelaufen. Bist du Waldemar? Nein. Aha. Such die Nymphe. Eine Nymphe träumt. Verwunschen! Das sind nicht gerade viele Anhaltspunkte. Naja, wir haben es versucht. Tatsächlich scheint der Reim wertvolle Informationen darüber zu enthalten, wo wir die Suche mit Hilfe deiner neuen Bibokraft beginnen können. Oh. Weiß ich doch, Genie. Ich wollte nur nicht schon wieder in anderer Leute Probleme verwickelt werden. Du müsstest... Eine Nymphe träumt. Verwunschen. In ihrem verwunschenen Heim. Wir kommen da... Sachen hier.
Aha. Oh, die ist so süß. Hi. Und er liegt natürlich daneben. Zuckerschnütchen schasselt spatzelt da an den Brücke. Ich zeig's dir. Mein Nest. Oh nein, das Nest ist auch voll Seele. Ekligen Glitch. Nesthocker. Hä? Ich konnte die Aufgabe nicht starten. Siege alle. Nee, schütze das Nest. Was? Das ist ja was Neues. Acht Runden das Nest beschützen, okay. Nein! Nein, da kommt ja doch einer. Aber ich glaube, ein Meter hat ihm gefehlt. Ein Glück. Nächste Runde kriegt er eine. Mist. Okay, der ist mir jetzt zu nah da dran. Oben ist gut, die gehen jetzt auf die los. Das ist das, was ich so eigentlich mir vorgestellt habe. Yes.
Arrivederci. Er geht natürlich da drauf los, anstatt dass er jetzt aufhört. Vielleicht kann ich ihn ja von hier weglocken, dass er mich angreift anstatt das Ding. Okay, er geht auf Mario. Der ist aber fast down, Rabbit Mario. Das ist scheiße. Ich werde mit Peach hinfliegen, heilen. Könnte natürlich in die Hose gehen. Aber er ist down, okay. Da haben wieder 10 Punkte oder so gefehlt. Keine Ahnung. Ja, geh du nur weg. Genau, genau, geh weg. Yes. Scheiß. Er ist aber auch genau dahin gekommen. Drei Runden noch. Fünf Treffer. Also eigentlich sieht's gut aus. Okay, der Rote kann treffen. Und der hier kann auch treffen. Also der wird zwei Treffer wahrscheinlich gerade machen. Dann kann es enden werden. Er läuft weg, das ist gut. Und er schießt. Vier noch.
2 Runden, 4 Treffer. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr passieren. Wir müssten ja jetzt viermal treffen und haben nur noch gleich eine Runde. Also die vorletzte Runde. Und er geht auch auf mich, alles klar. Okay, der spawnt jetzt und fühle ich direkt rein, drei noch. Scheiße, ich hab beide überlebt. Ich hätte Wasser nehmen sollen. Yes! Drei Treffer hatte ich noch. Alles gut. Meine paar Samen finden. Jeder Samen. Es beginnt jeder Samen sein Leben wegen der Baumstelle. Was mich jetzt interessiert ist, sind das diese leuchtenden Stellen? Eingang zum Verwunschen halt. Ich würde aber gerne bei die Vogelscheuchen da hinten gehen. Weil ich da eine Stelle, eine leuchtende Stelle gesehen habe, die mich interessiert, ob die so ein Dings hat oder nicht. Calipasse, Prima Will. Kürbisse, ja. Also hier hinten müsste das ja sein, wie bei den Kürbisfeldern. Ich will nur mal wissen bei dem Haus, da war so eine leuchtende, leuchtende Stelle. Ob das diese Stellen sind, aber guck mal, da an dieser Stelle ist jetzt dieses Ding gespawnt. Der kommt, sollte dann wahrscheinlich eine Kiste irgendwann hinkommen. Okay. Nee, dann.
sind die Samen wirklich irgendwo im Wald. Macht ja auch Sinn. Macht ja auch Sinn. Ich bin so blöd. Ich habe mich ja gefragt, was ich mit dem Stein da mache. Dieser Stein ist ein Samen. Warum macht mein Fuß wieder Geräusch? Egal. Das ist der Samen. Wir müssen nach roten Blumen gucken mit Samen. Okay. Heißt, hier muss es jetzt auch irgendwo rote Blumensamen geben. Hoffe ich mal. Das Dreieck. Und lasse mich in Ruhe. Okay, du bist die Blume. Aber... Du musst doch hier... noch andere Stelle mit Blume sein, oder? Da ist Fuchs. Da war Geist. Rote Blume, du bist rote Blume. Du bist Glitzer, Glitzer, aber schon gefunden. Nein! Wir sind zurück beim Hain. Hier ist rote Blume. Und da haben wir schon das erste. Jetzt eine gute Frage, nächste Frage. Wo ist das nächste? Okay. Baum glänzt, heißt hier kommen wir rüber, oder? Ja. Und hier ist Rotteblumen. Hier nicht, da nicht. Hm? Wie lange dauert das? Aha. Und da ist die Nummer 2. Okay, Nummer 3 suchen wir. Hab rote Blume gefunden. Hier den Hain raus, hier gleich rechts abbiegen und da ist rote Blume. Okay. Ich habe jetzt eher an eine Samen gedacht, anstatt an dieses Dreieck. Obwohl ich ja das Dreieck auch noch gesucht habe. Gute Frage, nächste Frage, wo kommt's hin? Das war... War das hier runter, dann links? Wow, ich kann mit dem Ding nicht springen, okay. Ach, Spiel, manchmal... Kann ich dich an die Wand klatschen. Und hier habe ich ihn ja geholt. Hier was.
gefunden. Und da ist der letzte Samen. Okay, 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 okay. Nur der Samen hier. Ist tatsächlich so ein bisschen billig, oder? Hä? War das ja der Weg? So übelst lang. Ja. Danke. Danke, meine Herren, dass Sie mein Bäume. Die Bäume! In jedem Stein Insekten und nicht ein Baum sie leiden. Wow. Nie mehr. Endlich wird die Brücke gemacht. Wir sind einfach froh, dass sich alles zum Guten gewendet hat. Wenn du uns jetzt entschuldigen würdest, wir... Zwei Herzen! Zwei Herzen schlagen die Wolf der Zeit. Die Augen? Die Augen... Ein letzter Atemzug. Ein letzter Atemzug. Bravo! Bravo! Bibo, während Tristan sein Gedicht vortrug, ist etwas geschehen. Ich habe Wirklich? Wow. Bibo, weinst du? Nein! Im Wald gibt es wieder Röschelspuren. Durch... Entschuldigung, darf ich mit euch kommen? Na klar, komm mit. Ein Traum für Waldnymphen abgeschlossen. Aerofix schließt sich an. Meines Erachtens müssten wir jetzt alles haben. Außer die Röhre. Jo. Heißt, ich gehe hier hin. In die nächste Röhre. Bevor wir verreisen, erstmal wieder einkaufen. So, dann fehlen hier noch zwei für den Skin. Okay.